Dies ist die erstaunliche Geschichte von Wanda, einer Schimpansin, welche vor illegalen Tierhändlern im Kongo gerettet wurde. Insgesamt leben nur noch 128.700 Schimpansen weltweit, davon rund 40% in der Republik Kongo. Wie auch Wanda, die wegen Wilderer ihre Schimpansenfamilie verlor, jedoch Zuflucht bei Dr. Jane Goodall in Chimponga Rehabilitation Center fand, einem Schutzgebiet mit über 7.284 Hektar Größe. Schon vor fast 60 Jahren entdeckte Jane Goodall, wie ähnlich uns Schimpansen sind und viele unserer Emotionen wie Angst, Mitgefühl und Liebe teilen können. Wenn man diese Eigenschaften betrachtet, fällt eine Schimpansin ganz besonders auf. Ihr Name ist Wanda. Nach mehreren Jahren Aufzucht sollte Wanda wieder freigelassen werden und eine neue Freiheit genießen. Doch aller Anfang ist schwer. Als Dank für die jahrelange Liebe und Zuneigung bedankte sich die Schimpansin bei ihrer Ziehmutter Jane Goodall mit Liebe und Dankbarkeit.